So, okay, das erste, was wir gemacht haben, ist den Kamin außen abgebaut. Der war da hochgezogen. Als zweites habe ich hier wieder diese Schrauben abgeschraubt. Und als drittes oben auf der Kuppel die Winkel abgeschraubt. Das habe ich außen gemacht. Drinnen haben wir den Boden abgeschraubt und den Ofen, den Kamin auch hier abgebaut, die Ziegelsteine raustransportiert. Okay, was wir jetzt gemacht haben, ist einmal als erstes die Außenhülle runtergenommen. Unter der Hülle waren diese Leisten, die man da drüben liegen sieht. Die haben wir abgeschraubt und runtergenommen und durchnummeriert. Anschließend war das drunter, das ist da angetackert am Rand an der Türe und zusammengeklebt mit Tape, das werden wir jetzt entfernen. Drunter ist die Isolierung, die kommt jetzt auch weg. Mhm. Also wir rollen das jetzt in die Stangen, die da seitlich an der Tür angeschraubt waren, ein. And it's done. Nur 2,5 Tage Arbeit und die Jurte ist weg. Beide Jurten und Material, alles im Auto. So, nur 1000 Kilometer nach Hause.